im Lernhaus. Brütus, falls man den so ausspricht. Ich weiß, du bist mit den anderen Magiern entkommen und ich weiß, dass du hierher kommen wirst. Vater hat dir gesagt, dass er dich bei einem Fehltritt deinerseits selbst zur Strecke bringen wird. Wenn du herkommst, weißt du, dass er tot ist. Aber ich bin es nicht. Ich werde Abtrünnige töten und beim Haus vom alten Pfennig im Norden auf dich warten. Ich habe Vaters Schwert und meine wahren Brüder sind bei den Templern. Komm, wenn du Manns genug bist. Even. Ich glaube, so spricht man es aus. Es könnte sich lohnen, dem nachzugehen. Ja, wie gesagt, Schisburg sagt es, für alle, die noch unentschlossen sind, so wie ich bei Assassin's Creed, wartet einfach ab Montag Cyber Monday die ganze Woche Amazon-Deals ab. Eventuell kriegt man es da mit Glück dann auch mal vielleicht nochmal 20% günstiger oder so. Und wie gesagt, ja, Kingdoms of Amalur fand ich halt eben, hat sich auch sehr flüssig gespielt. Ähnlich jetzt wie das. Dragon Age 1 war ja eher ein bisschen träge, weil fast schon rundenbasiert mit Pausenmenü und Taktik verteilen. Ja, und Dragon Age 2 war irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes, fand ich. Es wollte so sein wie jetzt Dragon Age 3. Ja, aber es war halt, weiß ich nicht, irgendwie komisch. Ich meine, ich habe es auch durchgespielt und ist aber nicht so ein Titel, wo ich noch nach 100 Jahren sagen würde, den muss man unbedingt spielen. Entdeckt Kalandas Brückenkopf. Ist das hier das Ding gewesen, was wir gerade da auf dieser Skizze gesehen haben? Verteidigerrüstung. Das klingt doch schon mal für unseren Tank ganz gut. Gucken wir uns gleich an. Oh, da hinten ist schon mal ein Totenkopf. Handhammer, robuste Verteidigerpanzerung. Ich glaube, das könnten hier diese... Kann ich mir die irgendwie nochmal angucken? Im Kodex, im Journal? Option, Tagebuch. Tagebuch klingt nach Quests. Laufende Quests, Sammelquests. Der Pfahlbruch. Verlorene Seelen. Haven. Die Hinterlande. Ne, wir sind in den Hinterlanden. Da sind wir. Alter Schwede, haben wir jetzt schon viele Quests auf. Sprich mit Dennett. Suche im Hexenwald nach der Festung der Abtrünnigen. Geschlossene Risse. Errichte Lager. Erreichte, nicht errichtete. Finde die Skizze auf der markierten Stelle. Zugehöriger Kodex-Eintrag. Ja, das könnten diese Statuen sein, ne? Mit diesem Gebäude da oben. Zwei von diesen komischen Statuen, die umgekippt sind. Und es ist ja hier Kalenhas, wie immer man das ausspricht, Brückenkopf. Kann ich die jetzt hier aktivieren? Dann wäre das jetzt meine Hauptquest. Ah, da oben. Das zeigt es, glaube ich, sogar an. Stopp! Ich möchte dann doch, wenn jetzt hier ein Kampf ist, nochmal ganz kurz. Inventar nicht verfügbar, wenn ich im Kampf bin. Ja, okay, verstehe ich. Oh, 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 was ist das denn für Mobs? Aua, ich möchte ein Stück weg, bitte. Danke. Gut, Kampf vorbei. Cell-Shading ist definitiv nicht jedermanns Sache, aber je nachdem, wie man es einsetzt, also in Borderlands zum Beispiel, achso, wir sind immer noch im Kampf, weil wir, glaube ich, jetzt direkt hier an diesem Riss sind. Ja, wir sind direkt an diesem Riss. Aua, was, wo? Geht's euch gut? Ah, hier ist irgendwo noch einer. Ja, da. Wir müssen hier den Riss schließen. Da führt ja kein Weg dran vorbei. Ah ja, den kann ich jetzt aber schon schließen. So, mach mal zu. Ich kann auf die nächste Welle vorbereiten. Ja, bereitet euch vor. Mach. Alter, hier sind aber viele. What the fuck? Ja, dann würde ich erstmal bitte... Ah, hier ist böse. Ah, hier ist ganz böse. What the fuck? Jetzt geht aber ab.
Oh, 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 oh. Dann müssen wir mal ganz kurz rum. Und dann bloß bitte nicht sterben. Oh, hier ist wieder diese Giftkacke am Boden. Den müssen wir ausweichen. Da können wir nicht drin stehen bleiben. Rissens nicht schließen. Ja, bitte hier schließen. Okay. Das war ja doch ein bisschen heftig. Ring des verbesserten Kriegsschreis und Blitzessenz nehme ich mit und ich gewinne an Macht. Okay, sage ich nicht nein. Da sage ich nicht nein. So, jetzt müssen wir mal gucken. Achso, wir haben Level-Ups. Du bist ja der Heiler. Warte mal, Heiler, Heiler. Mach mal das hier und... Ich hab dir doch schon heilen geskillt. Wieso kannst du denn nicht mehr heilen? Charakterbogen. Na, das hat er gestern anscheinend... Oder wir haben nur in die Richtung geskillt, ne? Okay, dann können wir ja nochmal vorne anfangen, wenn wir jetzt mit allen skillen können. Wir bleiben hier bei Blitz. Und nehmen hier, Na, was nehmen wir denn hier? Das war das, was war das? Du fängst Gegner in einem Elektrizitätsfeld ein und jeden lebt, der versucht, es zu verlassen. Ich würde sagen, wir skillen erst nochmal den Kettenblitz, der überspringt. Wenn wir dann schon halt Schaden machen, soll es mehr Schaden machen. Und die standen ja gerade doch ziemlich dicht beieinander, deswegen bleiben wir mal dabei. Fähig, du hast eine Trophäe erhalten. Naja, wunderbar. Dankeschön. Bei Varric bleiben wir... Bei Varric bleiben wir hierbei. So, was hast du hier geskillt? Gucken wir nochmal. Das war erstes Blut. Explosiver Schuss. Und explosiver Schuss erfüllt die Luft mit Splittern und setzt tödliche Reaktionen in Gang, die umso höher anscheinend, je mehr Gegner in der Nähe sind. Das klingt nicht falsch. Wobei, ich habe in die Richtung geskillt. Ja, okay. Was ist das? Tod von oben? Nein, Tod von oben war uninteressant. Das fand ich auch uninteressant. Dann würde ich sagen, nehmen wir den Skill. Gehen einmal zurück. Gehen auf... Abbrechen, was? Ja, bitte anwenden. Genau. So, dann Cassandra. Du bleibst bei Sword and Board, haben wir gesagt. Schildwall mit deiner Bewegungsstörung weniger stark verringert. Du schützt außerdem, indem du zusätzliche Rüstung verleihst. Was haben wir denn hier geskillt? Das, finde ich, sieht man nicht ganz so gut. Das Schild und den Schlag, ne? Das Weiße, das Blaue haben wir nicht geskillt. Okay, da gewinnen wir Ausdauer. Und das andere war der Spott, ne? Vergeltungsschlag, was macht das hier? Ja, ich würde sagen, ich weiß nicht, was uns mehr nützt. Gucken wir nochmal in den anderen Baum. So nicht. Den hatten wir. Varric hatten wir, wir waren bei dem. Und das möchte ich bitte in den Baum. So, hier hatten wir... Das hatten wir geskillt. Und hier kriegen wir noch, dein Kriegsschrei erfüllt mich mit Kraft und verstärkt deine Rüstung für den anstehenden Kampf. Rüstungsbonus. Und zusätzlich regiert es 15 pro Sekunde. Und hier unten hätten wir noch einen zusätzlichen Rüstungsbonus. 200%. Dauert 10 Sekunden. Boah, ist alles nicht ganz falsch für einen Tank. Guck
Konstitution bei Freischaltung Rüstungsbonus. Ja, komm, ich nehme erstmal den dauerhaft 20 und den anderen nehmen wir später. Ja, und bei dir konnte ich jetzt auch noch skillen und du kriegst definitiv den Heilzauber hier unten. Dankeschön. So, dann haben wir alle, ne? Varric hat nichts mehr, Cassandra hat nichts mehr, Solas hat nichts mehr und ich habe nichts mehr. Wunderbar. Ja, ich habe ja auch GTA, aber das spielen wir nach Dragon Age, wenn sie damit irgendwann mal durch sind. So, und ich wollte gucken, jetzt kann ich heilen. Das wollte ich doch gucken. Und zwar R1. Der Tank. Also alle außer ich. Also außer mein eigener Charakter quasi. So. Aber wirklich heilen tut er nicht, ne? Und es hat arschlange Cooldown und es hat nicht geheilt. Warum jetzt nicht? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Habe ich den Skill nicht verstanden? Da steht doch, dass es heilt, oder nicht? Du rufst Geister herbei, die gefallene Verbündete im Zielgebiet heilen. Ach so. Die gefallene Verbündete. Das ist quasi ein Wiederbelebungszauber. Ah! Ja gut, dann habe ich mit dem Rest. Auch nicht schlimm. Gut, dann kann man wirklich nicht im Kampf heilen, aber dann kann der halt ressen. Soll mir Rest sein. Das ist eine Wiederbelebung, genau. Das habe ich jetzt auch verstanden. Ich habe das Gefallene nicht gelesen. So, und wir haben Waffen bekommen. Ein Handhammer. Das ist doch bestimmt was für Cassandra. Vergleichen wir mal. 70 versus 66. 7 Bonus auf Blockschaden. Ja, sieht ja schon mal nicht ganz falsch aus. Dann trägst du das bitte. Bogen braucht keiner. Griff von Schild, das trägst du. Morgenstern war schlechter. Stilett 28. Schild der Inquisition. Gut, dann hatten wir noch gefunden. Accessoires. Erhöht die Fähigkeitendauer um 30%. Nur Krieger. Gut, Ring der Blutung. Bluten bei Treffer. Rüstungsdurchdringung. Nein, dann kriegst du das. Und Ring der Blutung kriegt Varric, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass es auf Zauber wirkt. So. Silver sagt mir gar nichts. Dieser Turm ist selbst als Ruine noch beeindruckend. Ich frage mich, welche Träume sich wohl darin finden lassen. Suchen. Wenn der Kompass pulsiert, kannst du L3 drücken, um eine Suche einzuleiten. Bei aktiver Suche wird die Richtung verborgener Gegenstände durch ein weiteres Pulsieren auf dem Boden angezeigt. Sobald du nah genug bist, werden sie außerdem enthüllt. Hier muss doch irgendwas sein. Sehen wir uns mal um. Aha. Was? Wo? Ich hätte jetzt schon mal hier gedacht, das hier sieht ja schon mal nach dem Ding aus, aber was? Wo denn? Also da drin, aber wie komme ich da rein? So anscheinend nicht. Gib mir doch bitte erstmal meinen Charakter wieder. Dankeschön. Ja, Moment, wir gehen mal hier rum. Ja, aber wie komme ich da rein? Hier ist ja alles zu. Vielleicht. Moment, hier vielleicht irgendwie ein bisschen hochbangen. Ein bisschen hochbangen. Ja, ein bisschen hochbangen. Okay, jetzt schon.
So, jetzt sind wir auf der anderen Seite. Okay. Was ist das Tour? Steinrüstung. Dann haben wir hier dieses Versteck. Ich weiß nicht, ob das das Versteck war, aber... Seidentaschentuch? Was ist denn das da unten? Irgendwie irgendwas Eingequetschtes, Totes. Ja gut, und damit haben wir auch einen Kritikpunkt, den ich ja gestern im Stream genannt habe, ausgeschlossen, dass dieses Ding ja hier völlig witzlos ist. Aber okay, sie haben tatsächlich einen Nutzen noch eingebaut. Halt für diese Suche, wenn das Ding pulsiert. Man muss es halt nicht dauerhaft mashen, sondern wirklich nur, wenn das Kompassding dann pulsiert. Das ist okay. Geht ihr irgendwann nach Nevarra zurück, Sucherin? Warum fragt ihr? Wollt ihr mich loswerden? Eigentlich nicht. So, jetzt gucken wir uns hier nochmal um. Hier waren wir ja auch nur ganz kurz. Woher wisst ihr, dass ich euch nicht mitschleifen würde? Schweigt still, meine Liebe. Ihr seid mir ans Herz gewachsen. Wie eine Warze. So, was ist denn... Da vorne wird's blau. Und rot. Blau und rot. Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich der Suchbereich vom Questgegenstand ist wahrscheinlich blau. Das könnte ich mir erklären. Aber was ist denn hier diese Pyramide? Ich habe keine Ahnung, Freunde. Auf jeden Fall sieht es alles gerade ziemlich spannend aus. Zumal ich keine Gesundheit habe. Also wenig Gesundheit. Baldur's Gate, ja, habe ich früher auch gespielt. Also eher Baldur's Gate 2. Glaube ich, war es 2, ne? Beanspruchen. Was beanspruche ich hier? Ja, gut, komm. Das ist jetzt wirklich nur eines dieser besagten Lieder, die ich jetzt hier, nicht lese. Ja, und irgendwas haben wir hier beansprucht. Sicherung der Kreuzung, getötete Abtrünnige. Ja, irgendwie können wir hier zig Sachen machen. Wunderbar. So, jetzt ist die Frage. Nein, das wollte ich nicht. Für mich ist Touchpad komischerweise immer noch Karte. Muss ich mich dran gewöhnen, dass es das nicht ist. So, was ist das? Achso, jetzt ist er wieder auf die Hauptquest gesprungen, weil wir das wohl gefunden haben. Okularum. Und das war hier das... Ja, da waren wir. Und ich hoffe, das ist... Ja, ich glaube, der zeigt hier den Laufweg an, wie beknackt wir gerade laufen. Könnten wir ja mal dahin gehen. Vielleicht sollte ich mir das wirklich mal alles ein bisschen markieren. Und dann können wir uns ja mal Okularum angucken. Alter, hier gibt es so viel zu sammeln. Ich muss halt sagen, das ist halt auch ein Kritikpunkt an den Ubisoft-Games. Ich weiß, das Spiel ist nicht von Ubisoft. Es ist jetzt halt eine Kritik gegen Watch Dogs, gegen Assassin's Creed, gegen Far Cry. Dass Ubisoft halt seit Jahren nichts an ihrer Open-World-Formel geändert hat. Und da wirkt das jetzt hier doch erfrischend anders. Weil es halt nicht, zumindest im Moment, das übliche... nimm irgendwie einen Tower ein, schalte erstmal das Gebiet frei, mach die Mini-Quests in einem Gebiet, mach die Hauptstory und geh zum nächsten Gebiet. So fühlt sich's im Moment nicht an. Das ist halt mal erfrischend anders. So, wie kommen wir da hoch? Hier? Da sehe ich es auf jeden Fall. Da hinten will ich hin. Uah, Hilfe! Aber wie komme ich da hin? Hier? Das sieht auch nicht so gut aus. Ich glaube, wir müssen entweder einen größeren Bogen laufen. Oder kommen hier hoch. Nee, hier komme ich nicht hoch. Das ist nicht der Workers Intended Awake. Da, das sieht gut aus. Eventuell... Moment, wie komme ich denn darüber?
Da ist doch hier so ein Steinbrückending. Also nach links wäre auch noch die Möglichkeit. Dann gucken wir mal hier rum. Ah ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wir werden es rausfinden. Wenn nicht, wipen. Oder auch nicht. So, hier haben wir auf jeden Fall eine Leiche. Und der Sound verändert sich. Was hat das mit diesem Schädel auf sich? Okularien können in der Welt verstreute Scherben orten. Sobald ein Okularium keine Scherben mehr sehen kann, hört es auf zu leuchten. Verwende R, um dich umzusehen. Visierst du eine Scherbe an, wird sie auf deiner Karte markiert. Leuchtet bestimmte Objekte in der Ferne. Derartige Magie ist mir vollkommen fremd. Natürlich. Es musste ja ein Schädel sein, der irgendwelchen gruseligen Scheiß aufleuchten lässt. Diese makabren Artefakte bestehen aus einem Schädel, der auf einem Stein angebracht wurde. Sie bewirken, dass magische Scherben in der Umgebung aufleuchten, wenn der Benutzer durch die Augen des Schädels sieht. Ja gut, eine haben wir entdeckt. Dann wubbel ich hier mal so rum und guck mal, ob ich noch eine finde. Es sind ja noch drei. Da hinten sind Gegner. Gut, dass wir die Gegner schon gefunden haben. Zoomen kann ich im Moment nicht, aber da haben wir noch eine. Gut, da haben wir schon mal zwei. Da ist noch eine. Und da ist noch eine. Gut, da haben wir vier. Habe ich die entdeckt? Ja. Zurück. Gut, und jetzt ist das Wubbelding aus. Und ist auch von der Karte verschwunden. Okay, dann haben wir alle Scherben gefunden. Hier gibt's Gold. Nicht schlecht. Blaues Vitriol, Seide, Hundsleder. Und da hängt erstmal ein schönes, leckeres, gebratenes Schwein. Können wir da nicht ein Stück mitnehmen? So für unterwegs. Pulled Pork to go. Gut, dann können wir ja mal weiter. Entschuldigung für Touchpad drücken. Alter, da muss ich mir echt dran gewöhnen, dass das Touchpad hier das Taktikmenü ist. Was ist denn hier? Hier oben haben wir noch einen Riss. Die Frage ist, ob wir da sein sollten, wenn uns die Bedrohung bleibt. Die Brasche ist eingedämmt, doch die Probleme beseitige die Bedrohung bei der Wegkreuzung. Obwohl, wir könnten hier... Alter Schwede, wie groß die Karte ist. What the hell? Ja, wir können ja mal gucken. Sind ja hier, ob wir da mal durchgehen können. Ja, die Scherben sind jetzt auch markiert. Astrarien, Meister. Wo waren denn die anderen Scherben? Ach, die waren hier, ne? Okay. Ja, gut, es wird alles markiert, was wir finden. Das ist schon mal sehr gut. Weil, aua, damit tue ich mich halt manchmal recht schwer, wenn man die Sachen nicht markiert bekommt auf der Karte, die in der Tat zu finden. Aber da ist das Spiel halt sehr forgiving, wenn man das so sagen darf. Eisenbanner Rang 2. Ja, da, ich mochte Eisenbanner nicht, sorry. War nicht so mein Event. Aua. Captain in Panik ist in Panik. Ja, schön, dass ich hier gegen ihn alleine kämpfe. Wo ist mein Tank? Mein Tank ist da vorne am Rumwubbeln. Achso, die kämpfen ja auch noch. Gegen wen? Gegen was? Wo? Ach, der ist am Schlafen, der Habelmann. Hat sich einfach mit seinem Schild mal hingelegt. Verstehe ich. Es muss einige Zeit her sein, dass die abtrünnigen Templer einem fähigen Magier gegenüberstanden. So. Ja, Lummo habe ich auch gesehen. Grüß dich, Lummo.
Kannst ja mal Herr Robson oder Herr Lumbo über das geplante Mittwochs-Destiny-Raid-Ding sprechen. Da könnt ihr das mal kurz koordinieren. Ich habe nämlich Lumbo noch nicht gefragt, wie es da bei ihm aussieht. Na, hier kann ich nichts machen. Ach du Kacke, das sind aber schon wieder viele Monster.